Jo, 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 guten Morgen, guten Abend, was wir auch haben. Hier ist wieder euer Lord Titan, Sven Duncan, und ich weiß, es langweilt einige, dass ich immer wieder über, ja, Verhalten rede oder auch über soziale Aspekte, aber es ist wichtig in dieser Gesellschaft. In dieser Gesellschaft wird es auch vernachlässigt, der sozialen Bildungspflicht nachzukommen, wie es halt Lehrer vernachlässigen und auch Eltern. Wie gesagt, kein Kind wird wirklich böse geboren oder falsch geboren, ja, aber eben in der Entwicklung dann bilden sich viele Kinder eben schon auf falschen Wegen, eben auf asozialen Wegen, auch teilweise auf rechtsextremen Wegen, gegen das soziale Miteinander. Das prägt sie dann eben auch im Erwachsenenalter, wenn sie dann älter werden. Machtstreben übereinander stellen, Massenaufbildung und Gruppierung gegen anderes oder gegen Einzelnes, das macht sich eben schon ganz stark in Schulen auch bemerkbar. Eben auch das Streben nach blinder Perfektion, um eben bessere Noten zu haben oder etc. und sich über anderes zu stellen, anderes auszugrenzen oder auch ja, mobben oder mehr. Ja, das mögt ihr alles langweilig finden, ja, das kann gut sein, nur eben ist eure Verhaltensart der gravierende Grund eben, warum es dann auch zu unter anderem, ja, Attentaten kommt oder eben auch zu Amokläufen. Eben auch schon, dass Kinder Gewalt geben, weil sie haben nichts anderes im Leben bekommen als Gewalt. Ja. Wenn man nur in der Schule oder in der Klasse halt dann eben nur Gewalt erfährt, ist es doch kein Wunder, dass man auch dann das nur zurückgeben kann, was man über die Jahre in der Schule eingesteckt hat. Ja, weil man keine Liebe kriegt, keine Fürsorge und auch eben keinen Verstand, dann kriegt man eben nur die geballte Ladung an Gewalt und das wird sich dann irgendwann auch ja entladen. Diese Gewalt, die man dann in sich reingetrichtert kriegt. Ja, das ist für mich völlig nachvollziehbar und logisch. Ich unterstütze natürlich nicht, dass Gewalt oder eben Amokläufe stattfinden, aber eben ist es für mich nachvollziehbar, dass wenn jemand die ganze Zeit nur mit Gewalt konfrontiert wird, auch irgendwann die Gewalt in ihn selber explodiert. Ja. Naja. Wie gesagt, es langweilt euch ja, nicht alle zum Glück, ja, es gibt auch durchaus eben Leute, die haben Verstand und Bildung oder eben auch schon Jugendliche und Kinder, die Verstand und Bildung haben. Ich finde, es ist auch wichtig und anzusprechen, auch wenn viele sagen, das dürfen Kinder nicht hören oder etc. Doch, dürfen Kinder hören, weil auch Kinder können schon falsch sein, sich falsch entwickeln, böse werden oder eben auch falsch werden. Und sich eben auch radikal oder asozial gegen anderes richten, über andere stellen oder eben auch blind nach Perfektionen gieren. Ja? Und bauen eben auch nur ein Machtzentrum aus Gier, Hass und Neid auf und Vorurteile oder auch eben Glaubensaspekte, die dann über anderes gestellt werden. Alles asoziales und rechtes Verhalten eben. Und darum geht es eben in meinen Beiträgen. In allen Beiträgen geht es um soziale Werte. Eben gegen das Asoziale und gegen das Rechte, und dagegen stehe ich auch, weil das eben erst die Gewalt schürt, die wir haben, die Probleme schürt, die wir haben, und es ist deren Schuld, die diese blinden Agierungen in Schulen schon ausleben, dass es unter anderem zu Amokläufen kommt. Ja. Sie spielen dann auch teilweise auf Gutmensch und stellen sich dann hin, als wären sie der gute Schüler oder sowas, wie auch später Erwachsene sich als Gutmensch darstellen, als wären sie die guten und netten Erwachsenen. Man muss aber genauer hingucken, man sollte immer zweimal hingucken, man sollte auch hinter die Fassade gucken, die Menschen aufbauen. Und es gibt viele Menschen, die sich als Gutmensch darstellen oder eben auch Kids oder Jugendliche herangehende Erwachsene, die allerdings keinesfalls nett oder freundlich sind und auch nicht sozial, sondern dieses nur vorzeigen, um eben wieder anerkannt zu werden.
um anerkannt zu werden oder eben auch um nicht gleich aufzufallen, um ihre Taten auch zu verwischen. Ich finde, man kann das ansprechen, ich finde, es gehört auch jedem, man muss auch die Wurzel anpacken. Eben, die meisten kümmern sich nur um die Blätter. Ja? Wenn irgendwo was passiert, eben Amoklauf oder irgendwo jemand gewalttätig wird, dann wird nur dieses Blatt behandelt. Nur diese Person, die in dem Moment gewalttätig war. Es wird aber nicht geguckt, wo ist die Wurzel, warum. Ja, und da sollte man mehr eingehen, auch mehr drüber reden. Ich finde auch gerade eben mit Jugendlichen oder Schülern mehr reden, dass eben diese Gewalt auch schon das kranke Verhalten dieser Kinder und Jugendlichen, dass sie alle zum Beispiel als behindert benennen. Wenn etwas dumm ist, nennen sie es behindert. Wenn etwas rechts ist, dann nennen sie es behindert. Was hat das alles zum Beispiel mit behindert zu tun oder schwul? Ja, wenn etwas anders ist oder sie es dumm finden, nennen sie es schwul. Ja, und da fängt es schon an, dass Kinder einen Mangel an sozialer Bildung und sozialen Verstand von sich geben, eben was sie eine klare Darstellung dadurch geben, dass sie eben eine Fehlbildung haben, eine Fehlbildung in Schule, eine Fehlbildung in Elternhäusern und schon von ihren Verbalen, was sie äußern, also was sie von sich geben, nichts verstanden haben. Ja. Genauso wie wenn sie beleidigende Worte wie Hurensohn oder etc. bringen. Es sind Wörter oder eben auch Schlachtrufe, die nichts in einer sozialen Demokratie oder auch in einem sozialen Netzwerk eben im sozialen Rahmen nichts zu suchen haben. Ja, das sind asoziale Verhaltensarten und teilweise geht es auch bis ins Rechte rein, wo sie sich dann eben gruppieren und sagen, wir sind die Gruppe, wir haben das Sagen und andere haben sich dieser Gruppe eher zu fügen. Ja? Das passiert eben auch schon in Schulen. Ja? Das ist Bullshit. Jeder Einzelne hat sein Recht, auch jedes einzelne Kind hat sein Recht, jede einzelne Frau hat sein Recht, jeder einzelne Mann hat sein Recht. Ja, und auch jeder einzelne Zwitter. Also zweigeschlechtliche Menschen haben auch ihre Rechte wie alle anderen auch. Und es gibt kein Gruppenrecht für dumme Menschen. Es gibt auch keine Massen, es gibt kein Massenrecht für dumme Menschen. Ja? Und das wird in den Schulen schon völlig verkehrt, verdreht, aufgefasst in der oder aufgenommen in der Jugend. Ja, und eben wird es als cool gegeben oder eben auch als richtig, sich in Gruppen zu schließen und in Gruppen eine Macht zu demonstrieren. Ja, das machen eben auch viele Erwachsene vor. Ja, also viele Erwachsene eben mit ihrer blinden Gruppendynamik oder eben auch mit ihren blinden Perfektionsstreben leben es den Kindern vor, sich falsch zu entwickeln. Ja, und dann habt ihr halt verzogene Kinder. Das muss ich euch ganz ehrlich mal sagen. Es sind dann keine sozialen Kinder, die das soziale Miteinander fördern, sondern es sind verzogene Kinder, die gegen das soziale Miteinander agieren. Wie diese Erwachsenen auch selbst, die sich dann feige als Gutmensch hinter irgendwelchen, ja, Spielereien verstecken. Ja. Euer Lord Titan alias Sven Dagen.